So, also, ich mache heute eine toskanische Bohnensuppe. Bohnen. Die meisten Freunde von mir sagen, Bohnensuppe. Ja, man hat so diese großen weißen Dinger vor Augen. Man hat auch so pappig und so. Lass mich mal überraschen. Ich habe die gegessen am italienischen Restaurant. Und, ja, das kann nicht schlecht sein. Und habe gesagt, die will ich machen. Und war dann also auf der Suche nach einem guten Rezept. Mhm. Und habe dann auch eins gefunden. Und es ist anders als die berühmte Minestrone. Mhm. Die schmeckt ja viel nach so grünen Sachen. Ja, und da kommt auch am Schluss viel Gemüse. Ja. Hier ist auch Gemüse, aber eine andere Mischung. Ja, ich bin gespannt. Ja, ist ganz witzig. Ja. Und ich habe ja irgendwo gehört, dass Sie jetzt auch mal einen Zugang zu Rotwein gefunden haben. Ja, und ja. Zu der Bohnensuppe passt natürlich Rotwein. Da werden wir mal was probieren nachher. Oha. Ja? Oha, aber so als Küchenwein trinken wir, glaube ich, einen schönen, trockenen Riesling. So, ja, das, das ist ja, was wir schon vorher machen. Das machen wir immer, das machen wir einfach so als Küchenwein. So, jetzt bitte ich Sie, mir den Knoblauch zu reichen. Ja, gerne doch. Der ist frisch. Der ist kräftig, ja. Also sowas mache ich natürlich nicht, wenn ich am nächsten Tag Boulevard habe oder sowas. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Die Mitmenschen kann man damit schon ein bisschen strafen. Ja, aber man muss das ja nicht gerade an so einem Tag essen. Ne? So, und jetzt kommt eigentlich, die Bohnen habe ich gestern schon eingeweicht, über Nacht. Müssen die eine Nacht bleiben? Eine Nacht, ein Liter Wasser. Mhm. Und jetzt kommt im Grunde das ganze Gemüse rein. Wenn Sie mir jetzt einfach alles außer den Tomaten, die kommen ganz zum Schluss. Ja, gut. Und zwar also jetzt Zwiebel, Knoblauch, jetzt Lauch, Porre, hat man in Österreich gesagt. Porre? Porre, ja. Dann Karotten und Staudensellerie. Und dann kommt dazu, nein, das brauche ich ganz zum Schluss. Ich habe, weil das... So, und jetzt kommen die Bohnen... Das sieht aber schon sehr schön bunt aus. Sieht doch schon schön Wahnsinn, aus, ne? Und jetzt kommen die Bohnen mit dem Einweichwasser. Hat das dann so das Aroma von den Bohnen schon ein bisschen? Nimmt ein bisschen an, genau. Und dann kommt jetzt noch mal ein halber Liter... Also ich muss auf 250 Gramm Bohnen 1,5 Liter Wasser. Mhm. 1 Liter war das Weichwasser. Mhm. Jetzt kommt noch ein halber Liter dazu. Und dann tue ich... Es riecht schon gut. Mhm. So. Und jetzt kommt Brühe, ganz normale. Und zwar habe ich jetzt extra keine Grinsbrühe oder sowas genommen, sondern eine klare Gemüsebrühe. Das heißt, am Schluss ist das rein vegetarisch. Viele Freunde essen jetzt vegetarisch. Man kann das Gleiche natürlich auch mit einer klaren Rindsbrühe oder so. Für Vegetarier ist selbst Rindsbrühe zu viel? Ja. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, das würde vielleicht in Ordnung gehen. Nein. So, und jetzt ist eigentlich alles fertig und jetzt wird das eine Stunde. Aber man kann nie genau sagen, das liegt immer an der Bohnenart. Also muss man gucken, ob sie weich sind. Man muss am Schluss, wie bei Spaghetti oder so nach 50 Minuten oder so, probiert man mal. Und ich habe natürlich jetzt eine fertig, weil ich ja nicht so viel Zeit habe für die Stunde. Schon mal top. Ne? Die werden wir nachher gleich probieren. Die lassen wir jetzt einfach ein bisschen schmuggeln. Und jetzt konzentrieren wir uns auf ihre schöne Sache. Aber zuerst einen Schluck Küchenwein. So nach getaner Arbeit. Ne? Jetzt habe ich gearbeitet. Machen wir einen kleinen Küchenwein. Wir werden es ja nicht übertreiben. Mit der Menge, meine ich. Nee, das wäre vielleicht besser. So, kriegen wir das nachher nicht mehr hin. Genau. Prost. So, Prost. Dann, also ich habe mir gedacht, so zum Hauptgericht sozusagen, bin ich verantwortlich für den Nachtisch. Nachtisch, sehr gut. Sie backen gern? Mhm. War das eigentlich ein ganz pragmatischen Grund. Also es ist völlig unromantisch, aber ich bin mit dem Kochen. Man setzt sich hin und isst und alles ist weg. Ja. Beim Kuchen hat man doch irgendwie immer noch ein bisschen länger was davon. Stimmt, ne? Also so, man kann dann irgendwie so vielleicht den nächsten Tag noch mal. Ja. Und was wir heute machen, nennt sich Schneewittchentorte. Schneewittchentorte? Ist eine ziemlich heftige Angelegenheit. Also sämtliche Ernährungswissenschaftler würden wahrscheinlich sagen, Gottes Willen, Sportler. Und dann sowas. Also ich muss aber jetzt leider alle enttäuschen. Sportler können doch, sie verbrennen eben. Doch alles, eben. Oder? Also das ist ja unser Vorteil. Alle anderen müssen dann einmal um den Block laufen. Ja, eben, aber sie rennen dann weg auf dem Eis. Und wie schnell werden sie eigentlich auf dem Eis? Also die Höchstgeschwindigkeit liegt schon mal bei 60 km/h.
schlecht. Das ist ja, das ist so, was mehr ist das? Als in der Stadt erlaubt ist. Ja, genau. Also da hätte ich wahrscheinlich ein Problem mit. Ja. Und also ich fange jetzt, hier an ganz normal mit einer Backmargarine. Ja. Und meine Mami hat mir beigebracht, das muss man als erstes reintun, damit das auch so richtig schön schaumig wird, die ganze Angelegenheit. Also das Rezept ist von der Mami? Das Rezept ist von der Mami, ganz klar. Und die backt auch gern? Die backt auch gern und die kocht auch besser als ich. Also ich kann auch schlecht kochen, deswegen habe ich mich auch ganz spontan fürs Backen entschieden. Wobei ich sagen muss, ich kenne viele Frauen, die lieber backen, ja? Und viele Männer, die lieber kochen. Ja. Männer backen meistens nicht so gern. Mein Vater kann leider keins von beiden. Weder. Weder. Ja, aber es gibt viele junge, auch junge Männer, die kochen. Erstaunlich viel. Ja, ja. So, dann geht's weiter mit dem Zucker. Da muss ich mal auf meinen Zettel gucken, weil das weiß ich auch immer nicht so genau. Das sind 75 Gramm. Also bei Backen muss man sich ja an ein Rezept halten. Ja, nicht? Weil beim sonst, Kochen kann man, ja, so da kann man ein bisschen improvisieren. Aber beim Backen, wenn man dann Lameng, wie man sagt, zu wenig oder zu viel Backpulver erwischt, dann war es das schon wieder nicht mehr. Also das sagen mir alle erfahrenen Hausfrauen beim Backen. Da werde ich mich jetzt gleich mal anschließen. Beim Backen halte ich an die Ja, auf jeden Fall. Also ansonsten, angegebenen. Oder wenn es zu viel Mehl wird, dann wird der Teig zu fest. Oder also es ist einfach nichts. Vielleicht schreckt das manche Männer ab, dass sie nicht so gern backen, weil sie lieber so spontan kreativ das machen. Beim Kochen ist man da ungebunden. Ja, man kann ja dann trotzdem ein bisschen probieren, kann man ja schon. Und variieren so mit der Füße. Ja, mit Kati Kante hier. Ja. Wunderbar. So. Ach, und das ist mit Kakao, sehe ich. Ja, weil die Schneewittchen, wenn man sich an das Märchen erinnert, ja, ja. So die weiße Haut. Die roten Bäckchen und die schwarzen Haare. Ah, deswegen. Schwarz-weiß-rot? Genau. Mhm. Ich sehe noch nichts Rotes, aber das kommt. Das kommt noch. Nicht so eilig. Das kommt noch. Nicht alles auf einmal. Das ist jetzt nur erstmal sozusagen der erste. Also zwei ganze Eier? Ja, genau. Tue ich jetzt mal mit da rein. Und das wird alles immer vermengt? Mhm. So, das ist dann eine schöne, cremige Angelegenheit. Das ist der Teig? Das wird der Teig. Und machen wir dann nachher in diese Springform da rein. Ah ja, ah ja. Die ist deswegen schon mal, die steht schon mal da. So. Kommt das Mehl. Jetzt kommt eigentlich der langweiligste Teil, nämlich das Mehl. Dann machen wir am besten das Backpulver schon mal mit rein, dann vermengt sich das ein bisschen. Ja. Aber das muss ja sein. Ne? Backen so, ohne Mehl geht ja nicht. Nee, nee. Nur so eine Prise. Also ach, nicht das ganze Päckchen. Nee, nee, um Himmels Willen. Also das würde dann tierisch aufgehen. Ja, damit wahrscheinlich die Springform. Es würde die Springform sprengen, sozusagen. Sozusagen, ja. Dann eine Sprengform. Also das muss man so ein bisschen abhängig machen von der Menge Mehl, die man jetzt hat. Also das ein Löffelchen, oder? Nehmen wir gerade den nochmal. Das ist so ein bisschen vom. Machen wir ja zu Hause auch nicht. Dann müssen wir alles wieder abwaschen. Ne? Ja. So, das dann so. Sind Sie eine saubere Köchin, Bäckerin immer alles gleich wegputzen? Oder na, ich sag mal, früher hat meine Mami oft gesagt, also wenn du mir hilfst, dann hätte ich es auch alleine machen können, weil die Küche danach ziemlich mistig aussah. Aber jetzt sind sie ja selbst. Inzwischen, man gewöhnt sich dran, okay. Weil es erleichtert doch vieles, wenn man ab und zu mal aufräumt. Ja, weil ansonsten ich tue es ja leider auch kaum. Ist das Chaos dann irgendwann groß. Ne? Aber ich werde, um mit gutem Beispiel voranzugehen, jetzt hier gleich mal aufräumen. Erzieherisch wirken. Platz, ne? Jetzt haben wir Platz. Ja. So, und damit das jetzt dann noch die entsprechende Farbe wird, weil jetzt ist ja der Teig erstmal nur so ganz normal hell, dann machen wir auch gerade so Pi mal Daumen. Ja? Klar. Jetzt geht es im Prinzip nur um die Farbe. Also das ist also, ja. Nicht zu viel, weil wie gesagt, das ist ja sonst auch, wird das zu fest dann wieder alles. Aber so, dass es halt schön schokoladig wird, die ganze Angelegenheit. Das heißt, Sie haben mit Ihrer Mutter zusammen gebacken? Ja, Sie haben mir das alles beigebracht. Toll. Haben Sie auch Weihnachtsplätzchen gemacht? Selbstverständlich, das war ja der Höhepunkt des Jahres. Also ja, da war dann, nee, das hat auch wirklich Spaß gemacht, so in der Küche sitzen. Weil ich finde auch, das hat so was Gemütliches, Weihnachtsplätzchen. Küchen und man Küchen sitzt, sowieso. Man sitzt so gegenüber und plauscht und also wenn ich Zeit hätte, würde ich das sicherlich heute auch noch ganz gerne machen. Ja. Heutzutage ist es leider so, dass ich auch um die Weihnachtszeit trainieren muss. Sie trainieren und Sie studieren außerdem noch? Ja. Also das ist ja schon ganz erstaunlich. Die meisten sind schon mit einem von diesen Dingen überfordert. Naja, also ich versuche es zeitlich immer so zu koordinieren, dass immer nur eins von beiden im Vordergrund steht. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich jetzt das Dauerprogramm immer mache. Ja. Weil das, also ich bin ja nun kein Übermensch. Machen, ne? Das ist ja, man muss es ja nicht übertreiben.
Und so, dass es halt meistens so ist, dass im Frühjahr das Studium im Vordergrund steht. Und wenn es dann auf den Winter zugeht, logischerweise wieder der Sport, wenn die Wettkämpfe losgehen. Genau. Und dann kann man das eigentlich ganz gut schaffen. Ja, man muss halt die Schwerpunkte setzen. Ja, ne? Ja. Ich freue mich auch immer jedes Mal, wenn Frühjahr ist und ich wieder zur Uni gehen kann. Was studieren Sie? Im Hauptfach Filmwissenschaft und in den Nebenfächern Publizistik und Germanistik. Mhm. Also Publizistik, so Richtung Journalismus vielleicht? Ja, also eins der Interessengebiete auf jeden Fall. Naja, und Sport und Journalismus kann man ja gut kombinieren. Ne? Ja, das stimmt. So, und das Ganze wird jetzt hier in diese Springform möglichst gleichmäßig verteilt. Ja. Und das kommt jetzt im Backofen? Mhm. Aber wir haben natürlich, Sie haben einen schon vorweg gemacht. Ja, weil wie bei der Suppe auch. Ja, wie lange ist der jetzt? Na, also ich mache das immer so nach Gefühl. Ich würde mal grob schätzen, so 10 bis 12 Minuten. Der fängt dann so an, so ein bisschen so Blasen zu schlagen. Ah, das sieht man dann. Das sieht man. Und dann... Da muss man einfach auch reingucken. Ist er eigentlich ganz gut. Es gibt dann auch noch so einen Trick mit einem, wenn man so ein Streichholz nimmt oder so und dann mal so reinpiekst. Mhm. Und wenn das Streichholz noch sehr feucht ist, dann muss er noch eine Weile, weil es ja dann innen drin noch total nass ist. Sehr schön. Soll ich mal die Uhr stellen? Ja, so auf 10 Minuten ungefähr und dann gucken wir mal. Ja, gut. Alles klar. Ja, das 200 Grad. Ja, 200 Grad. So, prima. Sehr schön. Ja. Dann können wir nachgetan arbeiten. Jetzt haben wir auch wieder verdient, ne? Ja, finde ich auch. Also das war jetzt schon ein hartes Stück Arbeit. So. Ah, jetzt sehe ich das Rote. Mhm. Jetzt kommen wir zum Namen. So, jetzt brauche ich auch langsam nämlich meine Küchenhilfe. Weil ich mache das immer ganz gern. Da hängen wir dann so ein Tuch in die Hose vorne rein. Ja, und dann kann man immer abwischen. Brauchen wir dann nicht jedes Mal dann sich was Neues holen. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu dem, warum das Ganze überhaupt Schneewittchentorte heißt. Schneewittchentorte. Guck mal ein bisschen hier. Tun wir das auch gerade mal zur Seite. Suppe, ja. Die Dichte. So. Also das ist, so sollte es dann ungefähr aussehen. Hier sind diese Blasen, ne, die ich so gemeint hatte. Und da kommt jetzt die Füllung drauf. Und die Füllung ist praktisch aus einem Vanillepudding. Vanillepudding, aha. Und einmal Butter. Butter. Und das Ganze, also kommt zum Schluss die Kekse drauf, die können wir aber schon mal hier herstellen. Das kommt dann so ganz, ganz oben drauf ist. Und warum das Ganze Schneewittchen heißt, sehen wir jetzt hier, nämlich die roten Kirschen. Kirschen. So, mal alles mal schön drumherum platzieren. Jetzt muss ich allerdings erstmal die Rührhaken doch noch mal kurz sauber machen. Weil es gibt ja jetzt dann was ganz anderes, ne? Ich mach mal hier meine fertige Suppe langsam ein bisschen warm. So. Und ich tue jetzt mal, wenn ich die aufwärme, einen Rosmarinzweig rein. Ach ja. Das ist Geschmackssache, nicht jeder mag das. Und der wird jetzt so die nächsten 5 Minuten oder so, wird er hier so ein bisschen mitschmurgeln. Ja, und gibt ein schönes, also ich finde ihn sehr schön, weil es auch nochmal diesen Unterschied zu der Minestrone ist. Es ist eben was anderes. Ja, und da finde ich eigentlich Rosmarin sehr schön. Aber das ist Geschmackssache. Manche sagen, es riecht dann nach Badewasser. Es gibt ja auch so Rosmarinbäder. Ne? Ja, das stimmt eigentlich. Aber gut, da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Ich finde das ganz perfide, weil ich liebe Rosmarin. So wichtig bei dem Vanillepudding ist eigentlich nur, dass er nicht, also darf nicht so heiß noch sein, weil wenn der zu heiß ist, dann schmilzt die Butter und das fließt mir dann anschließend runter. Also der sollte schon so ein bisschen abgekühlt sein, nicht zu sehr, also so, dass man noch das Ganze bewegen kann. Und das Ganze kommt einfach mit. Und das ist ein klassischer Vanillepudding. Ganz normal, so wie mit Milch und auch einfach auch richtig an die Backanweisung oder Kochanweisung darauf halten. Es ist auch Geschmackssache, ob man jetzt sagt, ich nehme da noch Zucker rein oder nicht. Also wie heftig man das letztendlich haben das will. Das kann jeder nach dem Alter. Da gibt es keine Vorschrift. Wenn jetzt zum Beispiel die Kuvertüre anschließend schon sehr süß ist, dann sollte man den vielleicht weglassen, weil das sonst eine zu süße Angelegenheit wird. Muss man nach Geschmack machen. Das wird jetzt auch? Ja, das wird jetzt auch gemixt. Deswegen muss ich die Rührlöffel nochmal sauber machen. Ah ja. Sonst wäre das auch schwarz geworden. Genau. Hätten wir dann zu viel Farben. Natürlich heftig mit so viel Butter. Ja. Deswegen meinte ich. Weiß nicht, was ich vorhin meinte. Die Ernährungswissenschaftler fänden das sicher nicht so gut. Aber gut. Soll ja auch noch was spielen. Ja, und das macht man ja auch nicht jeden Tag. Ne? Nee, nicht unbedingt. Machen Sie das auch schon mal so für Freunde, die Sie einladen? Ja, gerne. Sie wohnen allein? Oder? Ich wohne mit einer Freundin zusammen. Ah, ja. Und zwar ist sie auch Sportlerin, Siebenkämpferin. Die wohnt in Steigau. Und das ist natürlich ganz praktisch. Ne? Das ist dann so. Und wer kocht?
Eigentlich ich. Mhm. Also sie ist immer ganz froh, wenn ich zu Hause bin, dann gibt es dann auch was. So, und also nehmen wir das. Eigentlich eignet sich besser so ein, wir haben ja genügend hier. So ein, wir haben so ein, schöne, so ja. So Schaber wieder, ja. Da kann man das ganz gut verteilen. So. Und das Ganze kommt jetzt zur Hälfte erstmal hier so drauf. Ist ja schon toll, wie wichtig so Kindheitserinnerungen sind. Total. Beim Kochen und ja. Beim Backen, ja, und so, ja, nicht? Ja. Ich bin ja auch aufgewachsen mit einer Mutter, die wahnsinnig gerne und sehr gut gekocht hat. Mhm. Und ich glaube, ich habe von ihr nicht direkt kochen gelernt, weil in der Zeit, als ich noch zu Hause war, gab es keinen Grund zu kochen. Sie hat ja gekocht. Ja, aber ich habe von ihr die Begeisterung mitbekommen, ja, und ich habe so viele schöne Erinnerungen. Ja, ich finde das auch total wichtig, weil das ist irgendwie was, wo ich sehr gerne dran zurückdenke, ja. Also, was ich mit Kindheit verbinde. Also ich bin auch jetzt zwar eher selten zu Hause, aber Sie studieren in Mainz, ne? Ich studiere in Mainz, aber ich genieße es jedes Mal. Also, ja. Dass ich so der typische Familienmensch, glaube ich. Naja, irgendwann wird die viele Arbeit mit dem Training ja auch vorbei sein. Jo. Beim Leistungssport gibt es ja dann irgendwann mal ein, sozusagen ein Ende. Wie lange kann man das machen? Ja, das kommt sicher auf die Sportart irgendwo drauf an. Aber bei uns ist so die magische Grenze 30, 31, 32, da wird es dann. Ich habe hier frischen. Na gut. So, jetzt kommt eigentlich das Schwierigste, weil die Dinger, die haben immer die Angewohnheit, dann möglichst schnell nach außen zu kullern. Mhm. Also das jetzt einfach versuchen. Man kann auch da gerne die Hände dazu nehmen. Dürfen Sie ruhig. Ich bezeuge bei Gericht, dass Sie sie vorher gewaschen haben. Also so in die Füllung praktisch das Ganze so. Ja, ach, das sieht aber schon schön aus. So reindrücken, damit das dann nicht abhaut, ne? Ja. Ups. Toll. Ja, jetzt weiß ich schon so ein bisschen, warum, ne, Schneewittchen. Jetzt wird es, ne, langsam klar. Also Sie, das ist jetzt ein trockener Riesling, so wie ich ihn gerne so zum, ja, Essen trinke, aber auch so als Küchenwein. Mhm. Ich habe noch etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen und mögen. Nämlich zu süßen Speisen, also nur zum Dessert, ja, ja, trinke ich inzwischen auch gerne eine Trockenbeerauslese. Also einen richtig süßen, aber nicht einen milden. Ja. Also nicht so einen eigentlichen. Also wenn jetzt dieser Wein eben nicht so trocken wäre, wäre er mild. Das ist eine Sache und das mag ich nicht so gern. Mhm. Aber das ist dann ein bewusst süßer, den man auch nur in kleineren Gläsern und nur auch, ja. Ich glaube, das Problem, warum ich irgendwann mal gesagt habe, nee, so süß mag ich nicht, ist, weil ich das Erste, was ich mir daran denke, ist Muskatwein. Ja. Und das, ja, ist, wir, nein, haben das mal in Südfrankreich irgendwie zu viel des Guten und oh, ja, das heißt eben. Kommt jetzt noch mal Creme drauf? Mhm. Jetzt kommt praktisch als Abdeckung die andere Hälfte oben drauf. Ich muss mal eben einen Blick auf meine Suppe werfen. Ja, die es soll riecht nicht, fantastisch. Ne? Die soll aber nicht mehr kochen. Ich, ich bin sehr gespannt. Die Kuvertüre reicht wahrscheinlich auch schon. Die haben wir ja da schon links stehen, diese beiden, aha, Tüten. Soll ich das aufschneiden? Nee, noch nicht. Aber die ist schon die ganze Zeit an, ne? Weil die muss dann so ein bisschen flüssig sein. Die ist an. Da ist das Gas an. Mhm, prima. Ich merke schon daran, dass es, ups, das heiß ist. Ja. Warte, die kommt dann ganz oben drauf. Als Abschluss noch mal. Ah, ja. So. Toll. Das brauchen wir nicht mehr, ne? Nee, nee. Ich bin ja also heute über mich selbst erstaunt, wie. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass ja sonst so. Ja, aber das liegt daran, dass ich nicht mehr viel zu tun habe mit meiner Suppe. Die macht das jetzt alles selbstständig. Ich liebe ja auch solche Sachen. Wo man sich dann noch mal mit anderen Dingen beschäftigen kann. Ja, ist ja auch hat man Zeit. Ne? So. Ah, und jetzt kommen die Kekse. Jetzt kommen die Kekse. Hm. Da nimmt man also möglichst milden Rum dazu. Denn ein Rum? Ja. Die werden eingelegt, oder wie? Ja, nur die Kekse wäre ja langweilig. Ah. Und zwar deswegen möglichst milden, weil das sonst so scharf wird, so vordergründig. Also soll nur so ein bisschen Aroma noch geben. Ja. Als Abschluss. Aber die werden nicht lange eingelegt? Nee, ganz kurz nur. Also wirklich so nach dem Motto, einmal wenden und dann nichts wie drauf, weil die auch sonst zu weich werden. Ja. Ich tue jetzt in die fertige Suppe die Tomaten. Auch so kurz vorher wahrscheinlich. Und dass die nur zwei, drei Minuten im Grunde. Denn wir müssen jetzt gleich was probieren, sonst schaffen wir das alles nicht mehr. Mach noch mal an. So, muss auch ein bisschen salzen und pfeffern. Und die werden, die bleiben fast noch roh. Also die werden heiß, aber die also garen nicht mehr viel. Ja, sonst werden die ja auch so matschig dann, ja, immer, ne? Und das ist, andere Gemüse hat ja, wie gesagt, eine Stunde geschmort, gekocht. So.
Riecht gut, ne? Es ist eine interessante Mischung, dieser Duft aus Rum und der. Ja, das, an der Schnittstelle ist das etwas eigenartig. Das ist sehr, sehr kurios. Wunderbar. Die mache ich klein. Mal probieren. Das wird ja ein richtiges Festmahl. Ja. Mit Dessert und allem. Salz. Aber die muss doch ruhen. Ja, ja, die das muss heißt, dann anschließend haben, auch noch in den Kühlschrank. Sie also, haben vorhin einen in den Kühlschrank getan, ne? Da haben wir vorhin auch gemacht. Schon ja, eine vorbereitet, weil natürlich muss der Pudding und alles ja dann doch noch ein bisschen fester werden. Ja, ja. Und sonst, wenn man sie dann auseinanderschneidet und sie ist noch nicht so richtig fest, dann zerfällt sie einfach. Und das wäre ja schade drum. Das wäre sehr schade. So, jetzt müssen wir, wie sieht es hier aus? Noch eine Minute. Dann können wir mal ganz kurz reinschauen, wie es aussieht. Ja, das gut, passt schon. Ja, wunderbar. So. Ja. Ich bereite schon mal Teller vor hier. Ich mach das mal so der Vollständigkeit halber trotzdem mal. Ach, dadurch, dass die weich sind, lassen die sich auch so ein bisschen um die Ecke rum. Ja, genau. Damit es dann eine schöne, das brauchen wir auch nicht mehr. Schöne runde Sache gibt. Nö. Ich war schon ein bisschen der Küchenjunge. Ja. So. So, dann würde ich sagen, wir probieren mal. Aha. Gucken, ob es auch schon reicht. Die müssen ja jetzt noch die Glasur drauf tun. Ja. Das. Was brauche ich denn eine Kelle? Schauen. Das ist so eine ganz. Also es ist eine relativ einfache Torte, insofern, weil die meisten Zutaten es schon mehr oder weniger ja fertig gibt. Ich finde das mal ganz praktisch. Dann braucht man nicht so lange fummeln damit. So. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss schon mal ein bisschen Platz machen. Das Besondere an der toskanischen Suppe. Bohnensuppe, die sind schön, ne? Ja. Ist ja, hier ein bisschen wenig Tomate hier. Das Besondere ist, dass jetzt zum Schluss auf den Teller nicht nur ein bisschen, das ist nicht so besonders, macht man sonst auch, sondern ein sehr gutes Öl. Also vorher habe ich ja dieses Olive mit Sonne gemischt, aber jetzt nehme ich noch mal ein teures, gutes Öl und da kommt einfach so ein bisschen. Ach ja. Weil das Olivenöl, das man hier drin schon hat, das verkocht ja im Geschmack. Ja, und hier hat man jetzt den Originalgeschmack auch nochmal von Olivenöl. Mhm. Ja, und dazu trinken wir natürlich ein Schlückchen Roten. Um meiner neuen Leidenschaft zu frönen. Ja, also ich habe jetzt mal, weil es eine toskanische Suppe ist, einen toskanischen Roten, der ein bisschen herb ist. Ja. Aber zur Suppe, wenn Sie den jetzt allein trinken, ist er ein Kratzer. Mhm. Probieren mal. Prost. Na, ein bisschen rau. Aber mit der Suppe zusammen. Müssen wir das gleich mal antesten. Das ist natürlich was anderes. Ach, die Teller sind ja echt riesig. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ganz leicht und da passt er natürlich schön dazu. Lecker. Also ganz anders, als ich mir vorgestellt hätte, ehrlich. Ja. So, jetzt habe ich aber auch noch was, wenn man, weil Sie mal vorhin gesagt haben, dass Sie gerne einen, also das war eben ein Chianti Classico und das ist jetzt ein Valpolicella Superiore. Der ist im Preis leider auch etwas teurer. Schon das Doppelte viele, von dem. Viele guten Sachen aber so an sich, ne? Leider. Das ist jetzt was Weiches. So, wo dann die Zähne schon fast blau werden von. Na, das ist die Richtung. Also das zur so, Suppe. Das kommt dieser Flasche sehr nahe, die ich damals geschenkt bekommen habe. Warum ich überhaupt nur gedacht habe, also so schlecht ist Rotwein ja doch nicht. Zur Suppe kann man den anderen wunderbar. Die sind etwas herb. Aber ansonsten würde ich den so bevorzugen, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir die fertige Torte holen. Nachdem wir ja so viel geredet haben. Ah, toll. Ihre Torte. Danke. Super. Also wir haben das so mal, also ich habe das mal so gedacht, man kann das sich sehr viel Mühe machen. Ist also praktisch jetzt hier nur noch die Glasur drauf.
Und ja, genau, also das ist so praktisch in der Urform. Die ist fertig, die wird einfach drauf. Und die nimmt man so, und ich kann das ja mal ganz kurz so anfangen. Und die würde man dann praktisch so drauf gießen. Oh ja. Und die verteilt sich dann schon. Und dann kann man alles entweder einfach so runterlaufen lassen. Oder man kann sich natürlich auch Mühe machen und das hier so ein bisschen noch abdecken. Ja. Aber das ist. Wir wollen ja nicht zu pingelig sein. Jedem selbst überlassen, wie er das gerne möchte. So. So, jetzt tun wir mal. Weiter. Wir haben so viel, da reicht der Platz. Ja. Womit schneiden wir sie? Mit einem großen Messer? Ja. Tja, nicht unbedingt das. Wie ein Metzgermesser ja, aus. Ja, bin ich auch, aber gut. Hauptsache, wir kriegen das Teil klein. Jetzt müssen wir sehen, ob die Kuvertüre. Nein, geht. Weil manchmal, wenn die Kuvertüre so hart wird, dann platzt sie so weg, aber das geht. Ja. Schon kosten? Ja. So, ich mache das jetzt und mal der Einfachheit halber mit dem Messer weiter. So. Oh, ist ja riesig. Ich habe mal so eine Gabel dazu genommen, denn mit einer Kuchengabel kommen wir da gar nicht hin, glaube ich. So. Wollen wir das mal probieren. Haben wir jetzt auch ein paar Kirschen? Ja, sind mit ja. Dabei. Toll. Na, ich weiß ja, wie es schmeckt. Also es sieht schon mal toll aus. Für Leute, die so sagen, gut, ab und zu mal eine richtig deftige Geschichte. Da kann ich richtig spüren, wie jetzt da gefunden. Es rutscht direkt runter, oder? Aber es ist super, lecker. Sehr lecker. So. Da wollen wir mal. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ja, probieren wir mal. Aber das jetzt eben nur direkt zu dieser Süßspeise, zu einem Süßen. Und vielen Dank.